So, hallihallo. Erstmal einen kurzen Soundcheck, ob ihr mich gut verstehen könnt. Wenn ja, dann gern einmal kurz bestätigen. Super, perfekt, wunderbar. Gut, wir warten noch ein, zwei Minütchen, bis es dann losgeht. Erstmal ganz herzlich willkommen an alle, die schon dabei sind. Wie ihr seht, habe ich mich so ein bisschen weihnachtlich schon geschmückt. Versuch's zumindest. Und ja, dann geht's mit der Folge in wenigen Augenblicken dann halt los. Kurz ein bisschen schauen, dass meine Technik hier gut funktioniert. Super. Das sieht auch schon mal gut aus. Dann ist nämlich die erste Hürde schon, ja, ich sag mal, überwunden. Wenn Bild und Ton einigermaßen stimmen, dann bin ich da schon mal ganz, ganz happy. Muss ja mal sagen, ich bin jetzt nicht so der Livestreamer, sondern es ist erst mein zweiter Livestream. Von daher ist es natürlich immer noch ein bisschen aufregend, ob die Technik dann auch das tut, was man sich so vorstellt. Super, sind ja auch schon ein paar da, das ist ja wunderbar. Ich glaube, wenn der Ton gut ist, dann kann ich mein Knöpfchen auch aus dem Ohr rausnehmen. Ja, schönen dritten Advent, genau, wünsche ich auch. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet alle bisher schon einen relativ vernünftigen Sonntag. Bei uns ist hier sehr kalt, winterlich, deutlich unter 0 Grad. Es schneit ein bisschen, Klimaanlagen laufen und es ist hier zumindest in meinem Raum muckelig warm. Von daher, das passt. Genau, ich würde sagen, es ist jetzt gleich 15 Uhr. Dann würde ich, denke ich, mit dem Stream jetzt auch starten, beziehungsweise mit den Inhalten. Genau, was habe ich mir so vorgestellt? Also der heutige Stream ist in zwei Teile aufgeteilt. Punkt Nummer eins ist die Weihnachtsaktion, die ich mit meiner Folge 200 ja angekündigt hatte. Da möchte ich euch gerne erzählen, was denn das Spendenergebnis ist und wie das Ganze verwendet werden soll. Und zum Zweiten habe ich dann ja noch gebeten, noch ein paar Fragen zu stellen zur Strom- und Gaspreisbremse, wenn ihr denn welche habt. Ein paar Fragen sind reingetröpfelt und die würde ich natürlich dann im Laufe des Videos auch entsprechend beantworten oder es zumindest versuchen zu beantworten und hoffe, dass das dann zumindest vernünftige Inhalte sind, um die Folge einigermaßen gut zu füllen und dass für euch halt auch was dabei ist, das ihr mitnehmen könnt. Dann starte ich einmal mit dem Punkt der Weihnachtsaktion. Nochmal kurze Erinnerung, hatte ja in der Folge 200 aufgerufen, Leute zu unterstützen, beziehungsweise habe erstmal angeboten, ich unterstütze mit meinem eigenen Geld Menschen, denen es halt im Moment nicht so gut geht, die aufgrund der Gas- und Strompreisexplosion relativ zu knabbern haben oder gar nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist. Und da ich die Situation halt selber kenne, wollte ich halt jetzt gerne, und das kann ich im Moment, mit ein bisschen Geld aushelfen, um hier, ich sag mal, die Vorweihnachtszeit so ein bisschen vernünftiger zu gestalten. Hab dann gesagt, sollen Einzelpersonen halt sein und ihr mögt mir die bitte nennen. Ehrlicherweise war die Resonanz auf Einzelpersonen relativ schwach. Also ich habe tatsächlich nur eine Person genannt bekommen, die würde ich natürlich bedenken. Und dann gab es aber noch weitere Ideen, was mit dem Geld noch angefangen werden kann. Und da gab es die Idee, dass man natürlich nicht nur Einzelpersonen hilft, sondern möglichst in der Breite helfen sollte. Und ja, da habe ich mir was ausgedacht und würde das auch gleich nochmal zeigen, was denn am Ende des Tages dabei rausgekommen ist. So, ich muss gerade mal hier ein bisschen noch rumfummeln, weil ich wollte euch gerne einmal zeigen, was denn auch an Spenden zusammengekommen ist. Ich hatte ja nicht nur gesagt, ich spende, sondern hatte ja auch aufgerufen, wenn welche von euch dabei sind, die das Ganze gerne unterstützen wollen. Dann ja, herzlich eingeladen, hatte eine Spendenaktion auf PayPal eingerichtet und ich würde euch jetzt einfach mal zeigen und ich hoffe, das klappt, was bei dieser Spendenaktion rausgekommen ist. Das müsstet ihr jetzt eigentlich sehen. Also ihr könnt hier sehen, es sind 740 Euro zusammengekommen. Da sind meine 500 Euro noch nicht mit dabei. Das heißt, wir sprechen hier über einen Betrag von 1240 Euro. Erstmal vielen lieben Dank an alle, die gespendet haben. Wirklich mega.
Zumal, ja, ihr spendet es ja quasi an mich, also müsst dann davon ausgehen, dass ich mit dem Geld halt hoffentlich sinnvoll umgehe. Und ich möchte euch da nicht enttäuschen, sondern ich werde im weiteren Verlauf dann auch noch zeigen, an wen das geht. Und in ein, zwei Tagen dann auch nochmal mit einem Beitrag online stellen, dass ich wirklich diese Überweisung gemacht habe, damit ihr wisst, euer Geld ist wirklich bei den Leuten angekommen, die Hilfe benötigen. Genau, also das hier als Spendenergebnis. Ihr seht, das endet heute Abend. Also wer noch nicht gespendet hat und jetzt noch sagt, ich möchte das gern noch tun, dritter Advent, möchte auch anderen Leuten eine Freude bereiten, dann dürft ihr das gern machen. Die Spendenaktion ist noch offen bis heute Mitternacht, also bis 24 Uhr. Dann wird das geschlossen und alles, was bis dahin zusammenkommt, das werde ich natürlich auch entsprechend verteilen. Genau, das ist der eine Punkt. Jetzt gibt es mich wieder zurück, wenn das klappt zumindest. Ich glaube, das hat funktioniert. Jetzt hatte ich natürlich noch überlegt, ja, an wen kann man das spenden? Wie gesagt, eine Person gab es, die sich gemeldet hat und gesagt, okay, ich kenne jemanden, der bedürftig ist und die Spende, die lasse ich auch zukommen. Die Person habe ich auch nochmal angeschrieben, um Kontodaten gebeten, damit das Geld auch möglichst schnell dort ankommt. Zum Zweiten hatte ich dann gesagt, okay, wenn jetzt nicht Einzelpersonen sich melden, dann gern etwas in die Breite geben, also an Organisationen, die gemeinnützig arbeiten. Das ist mir halt ganz wichtig, dass die Spende, die hier getätigt wird, nicht in irgendwelchen Bürokratien versickert, sondern tatsächlich bei den bedürftigen Leuten ankommt. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich suche mir jetzt mal zwei Organisationen raus, die ich persönlich ganz gut finde. Da kamen aber auch Tipps von eurer Seite, also vielen Dank nochmal dafür. Und da würde ich jetzt einfach mal zeigen, an wen das Geld gehen soll. Als allererstes, und ich schalte mal wieder um, wenn das wieder funktioniert, müsste geklappt haben. Jetzt seht ihr nochmal, was an Spenden zusammengekommen ist. An wen soll das Ganze gehen? Ich habe einmal hier rausgesucht, Kinderarmut in Deutschland e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, steht auch hier, gegründet 1989 und unterstützt halt diverse Projekte. Also nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch grundsätzlich das ganze Jahr über, hilft halt Kindern, die, ich sag mal, in sozialer Not sind, wo die Eltern einfach nicht genügend Geld haben, um jetzt für Weihnachten beispielsweise Weihnachtsgeschenke zu kaufen oder Ferienveranstaltungen oder ähnliches. Also das finde ich ganz gut. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, könnt ihr auch gerne nochmal machen. Und hier sollen halt 50% der Spendensumme hingehen. Und der zweite Verein, den ich ausgesucht habe, der ist, denke ich mal, auch in aller Munde, ist hier Tafel Deutschland. Das heißt also der übergeordnete Träger für alle einzelnen Tafeln, die es so in Deutschland gibt. Und da wissen wir ja mittlerweile, es gibt viele, viele Menschen, die tatsächlich auf diese Hilfe angewiesen sind und sonst nicht über die Runden kommen. Und hier möchte ich natürlich dann auch unterstützen. Das geht also nicht an irgendeine lokale Tafel hier bei mir in der Nähe, sondern geht grundsätzlich an die Dachorganisation, die das Geld dann entsprechend verteilen, da wo es halt am nötigsten gebraucht wird. Und ich glaube, das sind so zwei gute Beispiele, wo ich denke, dass das Geld sehr, sehr gut ankommt. Und wo wir auch sicher sein können, dass wirklich die Spenden bei den Bedürftigen ankommen werden. Ne? Weil die ganzen Leute arbeiten halt ehrenamtlich und von daher ist das aus meiner Sicht eine schöne Geschichte. Sehe gerade hier, kommen auch gerade Spenden rein. Also vielen Dank, super, finde ich super. Weil, wie gesagt, das Geld kommt wirklich den Bedürftigen zugute und wenn ihr die Möglichkeit habt, da den einen oder anderen Euro noch abzugeben, dann ist das natürlich gerade in der Vorweihnachtszeit mega. Neben diesen Spenden, die dann halt an diese beiden Organisationen rausgehen, bin ich auch noch über was anderes gestolpert. Das fand ich auch eine tolle Geschichte oder eine tolle Aktion. Die unterstütze ich jetzt nicht direkt, aber vielleicht ja euch auch noch was für euch, dass ihr sagt, okay, finde ich auch ganz cool. Hat auch mit dem Verein Kinderarmut in Deutschland e.V. zu tun, aber ist nochmal eine Spezialaktion. Und zwar heißt diese Aktion Engelbaum. Und dort ist es so, dort können sich halt bedürftige Familien melden oder werden halt vorgeschlagen. Und da gibt's dann, kann man dann Geschenke spenden. Also wirklich konkret für ein Kind kann man sich ein Geschenk aussuchen. Ich zeige das mal, wie das dann aussieht. So, wenn er das jetzt mal machen würde. Doch, ich glaube, jetzt funktioniert es gleich. Dauert einen kleinen Augenblick, er lädt die Seite. Aber dort ist es tatsächlich so, es gibt halt eine gewisse Anzahl an Kindern und ihr seht das hier, jetzt sind es noch 324 Kinder, die noch auf ein Weihnachtsgeschenk warten. Und ich finde das wirklich eine total tolle Aktion, dass man auch solchen Kindern, die wirklich von ihren Eltern halt nicht die Chance haben, dann irgendwie ein Weihnachtsgeschenk zu bekommen, dass sie sich hier was aussuchen können und dann dieses Geschenk auch bekommen. Und das läuft halt so, man sucht sich dann eins dieser Geschenke halt aus, das ist, und das sieht man ja immer, für ein spezielles Kind. Die ganzen Geschenke kosten immer 30 Euro, also das ist die Geschenkspende. Ein Teil geht ins Geschenk, ein Teil geht auch in die, ich sag mal, Verpackung und dass das Ganze dann wirklich beim Empfänger ankommt.
Und man kann dann halt so viele Geschenke halt aussuchen, wie man dann möchte. Und dann werden diese Geschenke wirklich für die Kinder gekauft und kommen den Kindern zugute. Und das finde ich wirklich megamäßig, weil gerade wenn ich hier sehe, es sind noch 324 Kinder, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, dann ist das natürlich eine sehr traurige Geschichte. Ich habe ja selbst zwei Kinder und kann mir sehr gut vorstellen, wenn die nämlich kein Geschenk bekommen würden, wie traurig sie wären. Und ich glaube, im Sinne der Nächstenliebe wäre es halt toll, wenn der ein oder andere auch noch sagt, finde ich auch eine coole Aktion, würde ich auch gerne einen so einen Wunsch erfüllen, dass dann halt hier diese Kinder auch entsprechend bedacht werden. Ich verfolge die Seite jetzt schon über ein paar Tage und es ist so, also die Zahl geht wirklich zurück. Am Anfang waren es noch irgendwie, als ich das erste Mal geguckt hatte, so ungefähr 600 Geschenke, jetzt sind es 324. Die Aktion läuft noch, die läuft noch bis zum 31.12. Da ist Weihnachten zwar offiziell vorbei, aber bis dahin kann man tatsächlich die Geschenke halt noch kaufen und den Kindern wirklich was Gutes tun. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall gut an, weil die Kinder können am wenigsten dafür, wenn die Eltern halt relativ wenig Geld oder kein Geld für solche Sachen haben. Mag es bedingt sein durch die Strom- und Gaspreisexplosion, mag es bedingt sein durch Arbeitslosigkeit, durch was auch immer, aber ich glaube, die Kinder sollten da einfach nicht drunter leiden. Und ja, wie gesagt, ich würde das cool finden, wenn da der ein oder andere auch noch sich ein Geschenk aussucht und hier ein Kind bedenken möchte. Genau, dann war es das soweit zu den Geschenken bzw. Zu der Weihnachtsaktion. Wie gesagt, erst nochmal vielen lieben Dank, dass da so viel Geld zusammengekommen ist und ich kann euch versichern, das kommt bei den richtigen Leuten an. Ich gebe die Spende dann zeitnah raus, wenn die Aktion heute Nacht zu Ende ist. Sehe ich ja, wie viel das dann ist und wird über YouTube dann noch einen Beitrag machen, um euch nochmal mitzuteilen, wie viel dann tatsächlich am Ende des Tages zusammengekommen ist. Und mein Geld ist natürlich dann auch mit dabei, ne? Auch wenn ich jetzt nur eine Person habe, ich werde trotzdem die 500 € damit dazugeben und dementsprechend hier auch die Spendensumme erhöhen. Genau. Dann der nächste Punkt ist dann das Thema, halt, ich muss gerade wieder umschalten, ich habe es gerade vergessen, sorry. Wo bin ich? Da bin ich. Der nächste Punkt ist dann ja das Thema Fragen zur Strom- und Gaspreisbremse. Und ja, ich hatte auch mal ein Video zugemacht. Das war ja genau diese Folge 200, in der ich auch zu dieser Weihnachtsaktion aufgerufen hatte. Hat da mal so ein bisschen was gezeigt zum damaligen Zeitpunkt, wie der Stand der Dinge war. Da hat sich ein bisschen was geändert. Um euch nochmal hier ein bisschen reinzuholen in das ganze Thema, will ich euch das nochmal ganz kurz im Groben zeigen, was jetzt der letzte Stand ist. Denn wie gesagt, aus meiner Sicht hat sich da ein bisschen was getan. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Und wollte euch aber ganz kurz einmal die, ich sag mal, aktuelle Seite zeigen, wo ich die Informationen her habe, weil es immer ganz gut, wenn man es irgendwie aus erster Hand bekommt und im Zweifel nicht irgendwie über Mundpropaganda diese Informationen sich dann einholt. Und hier gibt es von der Bundesregierung eine Seite, da geht es tatsächlich um das Thema Gas- und Strompreisbremse, wo einmal erklärt wird, warum sind die Bremsen eigentlich notwendig. Da gehe ich gar nicht mehr drauf ein, ist uns allen, glaube ich, mittlerweile bekannt. Auch wenn ich da natürlich Kritik geübt habe, dass das im Gießkannenprinzip halt verteilt wird. Aber da gehe ich jetzt mal nicht nochmal drauf ein. Aber wir haben dann hier das Thema Strom- und Gaspreisbremse. Ganz klar ist, und das ist schon mal was Neues, und das sage ich auch gleich noch was dazu, ist, dass die Strompreisbremse greift für 80% des Stromverbrauchs. Und hier gibt es so ein kleines Sternchen dran. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber das Sternchen heißt, maßgeblich ist in der Regel die Verbrauchsmenge des Vorjahres. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil in meiner Folge 200, wo ich das Thema ja aufgegriffen habe, hatte ich gesagt, es gilt der Verbrauch des Jahres 2021. Und das wäre jetzt tatsächlich nicht so, sondern Verbrauch des Vorjahres heißt, wenn wir hier über das Jahr 2023 sprechen, dass der Verbrauch für 2022 relevant ist. Das heißt also, 80% des Stromverbrauchs für 2022 ist dann quasi die Grundlage. Und tatsächlich berechnet sich diese Bremse dann auch auf den tatsächlichen Verbrauch, den ihr hattet. Also ihr zahlt ja momentan monatliche Abschläge und von diesen Abschlägen werden 80% halt gedeckelt mit diesem Strompreis, mit der Strompreisbremse. Und für 20% zahlt ihr den normalen Betrag, den euer Verbraucher, euer Energieanbieter halt aufruft. Ja? Und wenn ihr dann über das Jahr ungefähr gleich viel verbraucht wie letztes Jahr, also ist kein Problem, dann stimmen die Abschläge in etwa. Am Ende des Jahres gibt es eine Jahresendabrechnung und dann habt ihr ja entweder noch einen kleinen Obolus nachzuzahlen oder wenn ihr ein bisschen weniger verbraucht habt, bekommt ihr noch ein bisschen was zurück. Ich sage mal, wie in jedem normalen Jahr. Aber es gilt tatsächlich der effektive Verbrauch im Jahr 2023, basierend auf den Abschlägen, die jetzt halt für eure 22er-Werte halt gelten. Genau.
Die Strompreisbremse, ab wann gilt sie? Sie gilt ab 1. März 2023 und aber auch rückwirkend zum 1. Januar. Das heißt, man kriegt das technisch nicht eher hin, sondern kann dann erst im März damit live gehen. Aber es wird rückwirkend dann ab 1. Januar entsprechend die Beträge gezahlt. Das heißt, im März wird es so sein, dass eure Abschlagrechnung deutlich niedriger ausfällt. Dafür zahlt ihr halt im Januar und Februar die volle Rechnung. Das lässt sich, wie gesagt, technisch nicht anders darstellen. Und am Ende des Jahres gibt es die Jahresendabrechnung und da wird dann nochmal geguckt, was habt ihr tatsächlich verbraucht und danach wird dann auch abgerechnet. Dann bei der Gaspreisbremse hier rechte Seite, auch die kommt zum 1. März 2023, ebenfalls auch rückwirkend zum 1. Januar. Und auch da haben wir diesen 80%-Deckel, wisst ihr alle, in dem Fall sind es dann 12 Cent pro Kilowattstunde Gas. Das sind jeweils Bruttowerte, beziehungsweise wenn ihr Fernwärmekunde seid, dann sind es 9,5 Cent, auch brutto. Und wenn ihr Verbrauchs-, also Gewerbekunden seid, dann ist der Betrag ein bisschen anders. Komme ich gleich noch zu, glaube ich, die 7 Cent, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ich gucke nochmal gerade hier unten, wie funktioniert das? Da steht das nochmal. Also alle Kunden, die 1,5 Millionen Kilowattstunden und weniger verbrauchen, die haben halt diesen 12-Cent-Deckel, beziehungsweise Fernwärmekunden diesen 9,5 Cent-Deckel. Und wenn ihr mehr als 1,5 Millionen Kilowattstunden braucht, dann ist es halt hier bei 7 Cent gedeckelt. Allerdings ist das dann der Nettowert und das gilt dann auch nur für 70% des Gasverbrauchs. Ne? Und das sind 1,5 Millionen Kilowattstunden. Ich glaube, niemand von uns als Privatkunde hat so einen hohen Verbrauch. Dementsprechend ist das für die Gewerbekunden. Ja? Genau. Strompreisbremse. Auch da gibt es natürlich gewisse Beträge oder gewisse Kilowattstundenanzahlen, die erfüllt sein müssen. Das heißt, die Grenze sind hier 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das heißt, wenn ihr unter 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch seid, dann gilt für euch die Grenze von 40 Cent pro Kilowattstunde als Deckel und eben für 80% des Verbrauches. Und nur wenn ihr über 30.000 Kilowattstunden seid, dann sind es 13 Cent, in dem Fall dann netto, die 40 Cent waren brutto und dann aber für 70% des Verbrauchs. Da gibt es noch so ein paar Ausnahmen, aber da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, sondern das sind ja halt die Punkte, die wir am Ende des Tages als Privatkunden halt wichtig finden. Also diese 40 Cent ist für die meisten von uns tatsächlich dann der Deckel. Was ich hier noch ganz gut finde, und das könnt ihr euch im Zweifel auch nochmal in Ruhe dann angucken, hier auf dieser Seite der Bundesregierung, ist, dass bestimmte Berechnungsbeispiele mal aufgezeigt werden, nämlich wie wirkt sich die Gaspreisbremse bei einer, in dem Fall einer vierköpfigen Familie aus, mit 15.000 Kilowattstunden pro Jahr, kann man dann halt sehen, wenn der Preis irgendwie von 8 Cent Gas auf 22 Cent Gaspreis pro Kilowattstunde steigt oder von 8 auf 30 Cent ist die rechte Seite und da kann man dann mal sehen, was zahle ich denn mehr im Vergleich zu heute und wie greifen denn die Gaspreisbremsen entsprechend ein und was bringt es halt auch, wenn ich zusätzlich noch meinen Gasverbrauch reduziere, dann sieht man nämlich am Ende des Tages, dass bei 20% Gaseinsparung wirklich nur ein kleiner Mehrbetrag dann halt zu zahlen ist. Und das Ganze gibt, wenn man hier weiterblättert, gibt es auch noch für die Strompreisbremse. Auch da vierköpfige Familie und dann wird auch im weiteren Verlauf nochmal auf Single-Haushalte eingegangen. Also da könnt ihr gerne mal gucken. Ich finde die Preisbeispiele eigentlich ganz schön und ganz erklärend. Wichtig hier bei der ganzen Geschichte, das ist noch nicht Gesetz, ja, sondern das ist momentan ein Gesetzesvorschlag. Der kommt am 16.12. jetzt in den Bundestag und soll dort dann, darüber soll dann entschieden werden. Und erst dann würde das tatsächlich greifen. Das heißt, hier kann sich tatsächlich noch ein bisschen was verändern. Ich glaube das zwar nicht mehr, aber ja, man weiß ja nie. Man soll halt immer erstmal warten, bis das dann tatsächlich ins Gesetz gegossen ist. Genau, ab wann die Bremsen gelten, hatte ich ja schon gesagt, also ab Januar und wird teilweise dann halt rückwirkend gezahlt und Idee ist erstmal, dass die bis Ende 23 gelten mit der Verlängerungsoption bis April 24, so lange laufen die entsprechenden Bremsen. Genau, das sind so die Hauptinformationen, die ich hier mal weitergeben wollte. Wie gesagt, wenn ihr das auch nochmal anschauen wollt, könnt ihr gerne auf die Seite der Bundesregierung gehen. Wenn der Livestream später dann auch offline verfügbar ist, dann würde ich diesen Link auch nochmal hinterlegen, sodass man dann relativ einfach dann da draufklicken kann. Genau, so, dann war der Punkt ja Fragen zu dem Thema Strom- und Gaspreisbremse. Ich gucke mal eben so ein bisschen hier auf meinen Chat, was da schon reingekommen ist. Elmar schreibt, mein Anbieter hat 100% Strom aus Wasserkraft. Vermutlich ist mein Preis für 23 deshalb unterhalb der Strompreisbremse. Daher betrifft mich die Bremse nicht. Korrekt. Also solange der tatsächliche Strompreis unter den 40 Cent liegt, ändert sich für euch gar nichts. Da greift der Deckel auch nicht.
Und das ist ja sogar ein positives Zeichen, weil ich habe in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, eigentlich keinen Anbieter gesehen, der unter den 40 Cent geblieben ist. Das heißt, wenn du hier noch einen Anbieter hast, dann herzlichen Glückwunsch, dann hat der irgendwie was gut gemacht oder richtig gemacht. Die meisten Anbieter liegen tatsächlich über den 40 Cent Bruttoarbeitspreis und dementsprechend würde für alle anderen dann halt diese Strompreisbremse gelten. Aber wie gesagt, wenn du drunter liegst, dann ist das für dich Makulatur, dann hast du damit nichts zu tun. Genau, Glück gehabt steht hier, sehr gut. Genau, Volker, du hast noch bis Oktober 23 Cent. Auch da ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ich habe ja bisher auch knapp 25 Cent Strompreis. Der gilt bei mir noch bis Ende des Jahres. Und ab 1. Januar sind es dann knapp 48 Cent. Also da sieht man, ich liege auch dann über diesen 40 Cent Bruttoarbeitspreis und dementsprechend ja, profitiere ich auch von dieser Bremse, obwohl auch mein Jahresverbrauch ja sehr niedrig ist. Also ich liege ja aufgrund meiner Photovoltaikanlage und Speicher liege ich unter 1000 Kilowattstunden Netzbezug im Jahr. Das heißt, rein von den finanziellen Dingen ist das für mich nicht so entscheidend, aber natürlich trotzdem ist die Preissteigerung natürlich eklatant. Und ich habe jetzt auch gerade wieder vor ein paar Tagen Beispiele gehört, wo der Stromanbieter dann halt 60, 70, teilweise 80 Cent für Bestandskunden schon aufgerufen hat. Und ich glaube, das sind Preise, auf die wir uns tatsächlich einstellen müssen, dass die noch auf uns zukommen. Auch wenn jetzt die Preise an der Börse grundsätzlich halt wieder sinken. Ja, das ist halt auch wieder so ein Punkt, so ein bisschen widersinnig. Aber das ist im Moment halt so. Genau, was bei der Strompreisbremse auch noch wichtig ist, finde ich, ist das Thema Grundgebühr. Da habt ihr vielleicht auch von eurem Stromanbieter eine Erhöhung für die Grundgebühr bekommen. Und hier ist es so, eigentlich dürfen die Stromanbieter jetzt diese Grundgebühr nicht mehr erhöhen, sondern die Grundgebühr muss eingefroren sein auf Stand 30.09.22. Warum das Ganze? Weil in der Grundgebühr sind zum Beispiel auch Netzentgelte und Ähnliches drin. Und die Netzentgelte werden nächstes Jahr auch teilweise vom Bund übernommen. Das heißt, da gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, diese Grundgebühr oder das in die Grundgebühr reinzurechnen und die daraufhin zu erhöhen, sondern die bleibt halt konstant. Allerdings, wenn ihr von eurem Anbieter ein Schreiben bekommen habt, bis zum 25.11., also 25. November ist hier der Stichtag, und er hat die Grundgebühr in diesem Schreiben bis zu diesem Datum halt erhöht, dann ist das wohl noch rechtens. Alle Schreiben, die dann nachgekommen sind, da dürfen sie die Grundgebühren nicht mehr erhöhen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ein Schreiben bekommt, Grundgebührerhöhung, dann könnt ihr das eurem Energielieferanten sagen, nee, zahle ich nicht, weil das Ganze ist eingefroren zum Stand 30.09.22. Und dementsprechend aus meiner Sicht zumindest eine wichtige Info, weil bei vielen halt auch die Grundgebühr angepasst wurde. Und hier ist wirklich das Datum 25.11. das Entscheidende. Habt ihr den Brief davor bekommen, müsst ihr tatsächlich diese höhere Grundgebühr zahlen. Kam der Brief danach, müsst ihr sie nicht mehr bezahlen. Und im Moment ist eh in Diskussion, auch aufgrund dieser relativ massiven Strompreissteigerungen, dass geprüft wird, sind die überhaupt rechtens? Das Bundeskartellamt ist hier mit am Werk. Wie schnell die das Ganze prüfen, was die Anbieter vorbringen müssen, um quasi den höheren Preis zu rechtfertigen, müssen wir mal sehen. Aber da kann es natürlich auch nochmal sein, dass irgendwann dann im Nachgang gesagt wird, nee, die Preiserhöhung in diesem Umfang ist überhaupt nicht gerechtfertigt, Preis muss wieder gesenkt werden. Ja? Also es wird jetzt diverse Runden drehen und dann muss man halt gucken, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Genau, dann gehen wir mal weiter. Ihr hattet ja auch ein paar Fragen gestellt, die würde ich jetzt einfach mal durchgehen. Die erste Frage war von Matze, der hat geschrieben, hallo Thomas, kennst du den aktuellen Stand zum geplanten Verbot ab 2024 bezüglich Einbau neuer bzw. dem Austausch von alten Gasheizungen? Also Stichwort Gasheizung und alles, was nach 2024 folgt. Da war ja tatsächlich mal in der Presse zu lesen oder in vielen Medien auch zu lesen, dass ab 2025 Gasheizungen gar nicht mehr erlaubt sind. Das stimmt so nicht mehr. Das hat die Bundesregierung wieder gekippt. Also man darf weiterhin eine Gasheizung einbauen, auch nach 2025 ist es, glaube ich. Ne? Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber falls ihr es besser wisst, einfach mal in den Chat schreiben. Also ich glaube, es war ab 2025 darf man die nicht mehr einbauen. Wichtig ist hierbei, was sie nämlich nicht geändert haben, ist, dass man mindestens 65% der Energie dann trotzdem regenerativ erzeugen muss. Das schafft man mit einer reinen Gasheizung natürlich nicht, es sei denn, man hat irgendwie Gas, was aus erneuerbaren Energien generiert wurde, Biomethan oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Das gibt es momentan noch nicht so häufig, deswegen ist die wahrscheinlichste Kombination, die man dann machen darf oder machen muss, um diese 65% erneuerbar zu erreichen, eine Gasheizung kombiniert mit einer Wärmepumpe.
Also das ist so die Kombination, die momentan hier so ein bisschen auch im Internet kursiert, weil auf andere Werte oder mit anderen Geräten kommt man einfach nicht auf diese 65% regenerativen Anteil. Und das ist halt ja das Hauptkriterium. Das heißt, grundsätzlich Gasheizung dürfen weiter eingebaut werden, aber eben nicht mehr alleine, sondern da muss irgendwas anderes noch mit dazu gebaut werden, was hier den regenerativen Anteil entsprechend hochtreibt. Wichtig hier auch nochmal, dass man auch bestehende Gasheizung natürlich weiter betreiben darf. Ne? Wenn ihr eine Gasheizung habt, die müsst ihr jetzt nicht rausreißen, sondern wenn die noch funktioniert, dürft ihr die weiter betreiben. Ihr dürft sie auch reparieren lassen, wenn sie quasi rumspinnt. Das heißt, ihr seid nicht verpflichtet, dann ab 2025 hier diese Gasheizung rauszureißen. Wäre ja auch widersinnig. Es gibt überhaupt nicht genügend Installateure, die dann das Ganze machen können. Und auch, ich glaube, auf der Seite der Wärmepumpen, wenn die denn in Frage kommt, gibt es auch viel zu wenig Angebot, sowohl von den Wärmepumpen als auch von den Installateuren. Das würde man überhaupt nicht hinbekommen. Und das war auch so einer der Gründe, warum man gesagt hat, okay, die Gasheizung darf man schon weiter nutzen, aber man muss halt irgendwie ein hybrides System aufbauen. Ich hoffe, damit ist die Frage entsprechend ausreichend beantwortet. Dann die nächste Frage kommt von Tobias Abstreiter. Der sagt, habe dieses Jahr die PV-Anlage aufs Dach bekommen und den zweiten Stromzähler bzw. Tarif für die Wärmepumpe abgeschafft. Da ja der Verbrauch von 2021 zur Berechnung verwendet werden soll, kann ich den vom nicht mehr vorhandenen Zähler anrechnen lassen auf den verbleibenden? Also Punkt ist hier, es gab offensichtlich zwei unterschiedliche Tarife. Ein Tarif für normalen Haushaltsstrom und ein Tarif für Wärmepumpenstrom. Der ist normalerweise ja ein bisschen niedriger. Und damit man das trennen kann, gibt es in der Regel dann zwei Zähler. Einen Hochtarifzähler und einen Niedertarifzähler. Dieser Niedertarifzähler ist jetzt halt ausgebaut worden. Und ja, Verbrauch 2021 ist jetzt nicht mehr die Benchmark, hatte ich ja ganz am Anfang nochmal gezeigt auf der Bundesregierungsseite, sondern es geht jetzt um den Vorjahresverbrauch und das wäre dann 2022. Das heißt, wenn deine Abschläge für 2022 einigermaßen passen, dann musst du hier eigentlich gar nichts machen, sondern dann wird ganz normal dieser Wert herangezogen. Passt der Abschlag nicht und du stellst halt irgendwie fest oder weißt, du wirst viel, viel mehr verbrauchen als bisher, und dann solltest du mit deinem Stromanbieter sprechen und den Abschlag entsprechend erhöhen. Weil das der Punkt ist, dann würde dann auf den erhöhten Abschlag natürlich auch diese Strompreisbremse angerechnet werden, diese 80%. Und am Jahresende hast du dann quasi keine große Nachzahlung. Ne? Das ist halt immer so der Tipp, wenn euer Stromverbrauch letztes Jahr deutlich gestiegen ist und ihr habt noch sehr geringe Abschläge, dann meldet euch bei eurem Stromanbieter, dass er den Abschlag halt hochsetzt, damit ihr am Jahresende nicht irgendwie eine böse Überraschung erlebt und viel nachzahlen müsst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Punkte, wo man sagt, ich habe letztes Jahr eine Photovoltaikanlage installiert, habe bisher einen relativ hohen Stromverbrauch gehabt, mein Abschlag basiert noch auf diesem relativ hohen Stromverbrauch. Und ich weiß aber ja, ich werde nicht mehr so viel verbrauchen. Da könnt ihr natürlich zwei Dinge machen. Ihr könnt euren Abschlag ganz normal weiterlaufen lassen. Dann greift auch auf diesen Abschlag die Strompreispremse. Und am Ende des Jahres gibt es halt die Jahresrechnung. Das heißt, ihr bekommt dann natürlich relativ viel Geld halt wieder. Ist aber nicht so, dass ihr irgendwie unter 0 Euro kommt, sondern es ist halt so, ihr müsst dann tatsächlich natürlich für den Strom was bezahlen. Aber ihr würdet halt, wie das auch heute so ist, ne? Wenn ihr weniger verbraucht, als der Abschlag angenommen hat, dann bekommt ihr halt Geld zurück. Genauso ist es auch mit der Strom- und Gaspreisbremse. Ja, also das wäre der eine Punkt, dass man den Abschlag bestehen lässt. Oder der zweite Punkt, wenn ihr jetzt nicht jeden Monat super viel Geld an den Energielieferanten zahlen wollt, könnt ihr auch mit dem entsprechenden Abschlag runtersetzen lassen, auf einen realistischen Wert. Und dann zahlt ihr jeden Monat halt weniger und am Jahresende bei der Jahresrechnung gibt es dann halt vielleicht ein paar Euro zurück oder ihr müsst ein paar Euro nachzahlen. Aber es geht so plus minus null dann entsprechend auf. Ne? Also das sind die Möglichkeiten, die man so hat. Genau, dann geht's weiter. Nächste Frage von DBI. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber er fragt oder sagt, ich habe gehört, dass man bei Einsparungen Geld erstattet bekommt, wenn man unter die 80% des Vorjahresverbrauchs kommt. Mir wäre das neu. Ist da was dran? Ja, ich glaube, die Frage habe ich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Also man kriegt Geld nur dann erstattet, wenn der Abschlag quasi zu hoch angesetzt war und am Jahresende dann der Strich drunter gezogen wird und dann bleibt halt, habt ihr quasi überzahlt, dann bekommt ihr das zu viel gezahlte Geld zurück. Aber ihr müsst natürlich trotzdem ganz normal für den Verbrauch bezahlen. Ist also nicht so, dass wenn ihr einen riesen Verbrauch angebt,
dann am Ende des Tages irgendwie Hunderte von Euro bei euch landen werden und ihr für den Strom quasi nichts zahlt. So ist die Strompreisbremse nicht angelegt, also das funktioniert nicht. Aber wenn ihr zu viel gezahlt habt, bekommt ihr Ende 23 dann entsprechend auch wieder das zu viel gezahlte Geld zurück, sodass ihr tatsächlich ja, innerhalb dieser Strom- und Gaspreisbremsen eure Abschläge bezahlt. Genau. Dann geht es weiter. Thema, dann sind die Bremsen brutto oder netto. Hatte ich auch schon kurz was zu gesagt. Also bei Strom, diese 40 Cent sind Bruttopreise, die Bremse. Und für die Unternehmen 13 Cent sind Nettopreise. Und bei Gas, diese 12 Cent für normale Gaskunden oder die 9,5 Cent für Fernwärmekunden, das sind Bruttopreise. Und die 7 Cent für gewerbliche Kunden, ja, mit einem Verbrauch größer 1,5 Millionen Kilowattstunden, sind dann wiederum Nettopreise. Genau, damit auch die Frage beantwortet. Nächste Frage, wie ist das denn, wenn man eine Photovoltaik hat, zählt der Eigenverbrauch mit zu den 80%? Ja, eine spannende Frage. Ich habe ja selbst auch eine Photovoltaikanlage und ja, nee, so ist es nicht. Also der Eigenverbrauch zählt nicht zu den 80% mit dazu. Warum zählt er nicht mit dazu? Ja, weil für den Eigenverbrauch bezahlst du auch keinen Abschlag an deinen Energielieferanten. Du musst unter Umständen, je nach steuerlichem Modell, musst du unter Umständen für deinen Eigenverbrauch noch Umsatzsteuer zahlen, aber ist zumindest nichts, was innerhalb dieser Strompreisbremse angerechnet wird. Also der Eigenverbrauch ist komplett rausgerechnet. Es geht tatsächlich nur um den reinen Netzbezug. Da greift dann die Bremse, für alles andere greift die Bremse halt nicht. Ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn das so wäre, aber ist leider nicht so. Das macht keinen Sinn. Genau, dann haben wir noch eine weitere Frage für Leute mit neuer Wärmepumpe, Klimaanlage und Einbau in 2022, jetzt in diesem Jahr, ist die Strompreisbremse extrem ungerecht? Nee, kann man nicht mehr sagen. Weil, wie gesagt, wenn ihr in diesem Jahr irgendwas habt einbauen lassen, Wärmepumpe, ne, braucht viel Energie, euer Stromverbrauch wird deutlich ansteigen, dann meldet diesen Stromverbrauch bitte eurem Energielieferanten. Dann wird er euren Abschlag erhöhen, nämlich auf diesen dann realistischen Verbrauch. Und dann gilt auch für euch genau der Verbrauch, den ihr in 2023 habt. Das ist dann die Grundlage für die Strompreisbremse. Wie gesagt, am Ende gibt es eine Jahresabrechnung, wie wir das auch bisher immer kannten. Wird dann geguckt, wie viel habt ihr tatsächlich verbraucht. Und darauf werden dann auch die entsprechenden entsprechende Strompreisbremse halt angewandt. Also ist nicht ungerecht für Leute mit Wärmepumpe oder Klimaanlage. Ich bin davon ja selber auch betroffen. Ich heize ja jetzt im Winter auch einen Großteil meines Hauses mit zwei Multisplit-Klimaanlagen. Und da ist es halt so, mein Stromverbrauch wird auch deutlich ansteigen. Bisher habe ich hier mit Gas geheizt. Das habe ich nur noch für einen Teil meines Hauses im Einsatz, wo keine Klimaanlagen sind. Aber mein Verbrauch wird deutlich ansteigen. Dementsprechend, ich lasse meinen Abschlag so weiterlaufen, wie er bisher ist, werde ich vermutlich am Jahresende 2023 ein bisschen was nachzahlen müssen. Darauf kann ich mich einstellen. Ich glaube, das wird nicht allzu viel werden, weil die stromintensiven Monate, Januar, Februar, da werde ich noch ein bisschen was aus dem Netz beziehen. Aber dann ab März wird die Photovoltaikanlage wieder dafür sorgen, dass ein Großteil oder gar der komplette Strombedarf wieder, ja, ich sag mal, hier direkt bei mir vor Ort produziert wird und dementsprechend einfach kein Zusatznetzbezug stattfinden wird. Das heißt, wir reden hier von, sagen wir mal, wenigen 100 Kilowattstunden, von denen ich hier ausgehe. Genau, das wären so die Fragen gewesen, die mich bisher erreicht haben. Jetzt natürlich nochmal die Frage hier in die Runde. Gibt es von euch noch zusätzliche Punkte, die ich ansprechen sollte oder wo ihr noch Fragen habt, die unklar sind? Dann bitte gern mal in den Chat schreiben. Dann gucke ich mir das nämlich nochmal mit an. So, ich gucke nochmal ein bisschen durch, ob da noch Fragen mit dabei sind. Genau, nee, bisher habe ich keine weiteren Fragen. Also wie gesagt, wenn ihr noch welche habt, noch stehe ich zur Verfügung. Ansonsten würde ich nämlich den Stream gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn es nichts mehr zu Fragen gibt, dann könnten wir dann hier auch das dann tatsächlich gleich schon wieder beenden. Ich warte noch einen Moment. Aber manchmal gibt es ja einen Zeitverzug. Ich gucke nochmal hier auf meine anderen Geräte. Genau, ne. Okay, da ist bisher nichts weiter an Fragen reingekommen. Von daher würde ich es dann hier dabei einfach belassen. Erst nochmal vielen lieben Dank für die Spender. Finde ich echt mega. Das Geld, wie gesagt, kommt den richtigen Leuten zugute.
Und wenn ihr noch spenden wollt, ja, PayPal-Spendenaktion ist weiterhin aktiv. Packe ich den Link. Ja, mal gucken, ob das noch unter dem Video sinnvoll ist. Ansonsten guckt unter meiner Folge 200. Da ist der Link auf jeden Fall in der Beschreibung drin. Und dann könnt ihr gerne noch spenden, wenn ihr das möchtet. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent, ja, schönen Nachmittag noch und dann hoffentlich einen guten Start in die nächste Woche. Und dann verbleibe ich wie üblich mit freundlichen Grüßen und wir sehen und hören uns dann bei einer der nächsten Folgen wieder. Und bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage. Ja, euer Thomas. Ciao.